Im Moment bekommen wir echt dick aufs Fressbrett, aber das kann sich nur verbessern, indem ich folgenden Move mache. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking auf Overpiss. Hey Gabi. Die labern schon mal, das ist schön. Wir sind also nur zu zweit auf B. Bei einem Rush nicht wirklich ratsam. Hey, Typ. Monster. Oh Gott! Naja, aber das sollten sie machen. Das sind 3 gegen 1 optimale Bedingungen. Das ist der letzte da hinten. Was habe ich mit der Nate eigentlich gemacht? Gar nichts. Ich dachte, der Mate hat so reingerissen, dass ich einen Nate-Kill oder so machen kann. Aber nein. Na gut. Gewonnen ist gewonnen. Okay, es läuft scheinbar so wie die Pistol Hero Folge auch. Die Mates machen alles und ich sehe nichts. Gut, okay. Okay, jetzt halt mal kurz hier durch. Die scheinen beide da hinten zu sein. Es ist nur noch einer übrig. Und da sind alle weg, okay. Gut, am Anfang ist es auch ziemlich chillig, vor allem wenn man die erste Runde geholt hat, dann ist man meistens mit den MPs etwas im Vorteil gegenüber den pistolenden Leuten. Aber das wird sich ab Runde 3 oder 4 dann auch wieder ändern. Connector ist voll was, okay, der ist gefallen, sehr gut. Ich gehe mal zurück. Jetzt steht er hier in meiner Pose wieder durch. Okay, 4 gegen 2, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bleib hier einfach fester auf B stehen und verteidige B. Die Jungs sollen ruhig sich auf die ganzen Kills stützen. Ich will lieber safe gewinnen. So, sie können immer noch hierher kommen. Oh mein Gott, Leute. Es ist so dumm. Habt ihr es gesehen, dass die einfach vorgehen? Anstatt zu warten, also dass die Tees kommen und wir eben diesen Vorteil nutzen können, des Wartens und des Abaimens, gehen sie ran und sterben nacheinander. Oh. Da muss Fatih halt die Runde wieder retten, na, ist klar. Oh ja, ist klar. I can do no you. I can do no. Will keiner? Gutes Retard-Team ziehe ich vielleicht erstmal wieder zurück. Es war jetzt nur eine Runde, aber... Es war sehr, sehr knapp. Wir waren zu viert gegen 2. Es waren 3 auf A. Und sie wissen, dass vor A irgendwo die Gegner sind. Und was machen sie? Sie gehen einzeln hin, um sich killen zu lassen, anstatt zu warten, dass diese beiden Gegner auf A kommen und planten. Naja. Vielleicht einfach etwas übermütig, weil die Runden halt ganz gut liefen. Aber ich weiß auch nicht. Oh, da war noch einer close. Shit. Oh nein, 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 nein. Das ist... Komm schon. Nun ja, es fängt ja eigentlich schon mal ganz gut an, das Spiel, oder? 4-0. Das war eben wieder eine Kaufrunde von ihnen, die wir zerstört haben. Das heißt, jetzt haben sie höchstwahrscheinlich wieder eine Echo. Vielleicht rushen sie hier jetzt. Deswegen molle ich hier mal aus der Sicherheit. Oh oh. Es könnte sein, dass sie jetzt Richtung B kommen. Ich nähe da gleich hin. So intuitionstechnisch. Warte mal, vielleicht pummeln die sich da hoch. Nein. Schaut mal, Orange und Blue stehen bei Mitte irgendwo rum. Auf A selbst ist niemand. A-Long ist offen. Ich will jetzt aber nicht von hinten genudelt werden, Jungs, gell? Die Short One. So, Shot. So, Jungs, kommt 3 gegen... Na also. Sehr schön. Sehr schön geholt. Das war eine geile Aufstellung. Einer bei Jungle, einer im Window, der andere auf Short. Sehr nice. Und auch gleichzeitig der Zugriff erfolgt. Nice. So, beim Monster ist einer. Okay, ich habe Short schön gemollied. Die Frage ist halt, was haben die jetzt da? Also haben die jetzt eine AWP da stehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Vom Geld her kann das eigentlich gar nicht hinkommen. Mein Mate hier ist halt schon sehr, sehr low HP, weil er runter... Ja, da ist er weg. Fuck. Es sind noch 3. Ah! Mich erschreckt gerade eben. Ich habe mit so einigen gerechnet, aber nicht mit so einem lauten Schuss. Hab ich einen. One got hit on Belong. Dem einen habe ich voll gegeben auf Belong. Dem auch. Nein, 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 Short, oh Gott. Was, mein Freund? Und das läuft spielen wie. Ah, Jesus ist schon down. Alter, sehr schön, sehr schön. Top down Pit. Das geht echt souverän. Also diese Retakes, die wir dann da machen, beziehungsweise, ist ja noch nicht mein Retake. Diese Back Attacks, die wir da machen, laufen schon echt gut. Da war der andere auch noch. Also die Frechheit, ne? Jetzt schauen wir doch mal, was wir noch so reißen können, nicht wahr? Ich habe mir jetzt eine Ump geholt und habe vor, ein schnelles Spiel zu machen. Langsam komme ich hier nicht voran. Also da kriege ich maximal einen Kill und verreck dann daraufhin wieder. So. Ich gehe jetzt hinten einfach komplett durch. Es sind scheinbar noch schon 2 auf lang. Alles klar, da wurde eben einer auf Mitte genutzt. Shit, Mann. Jetzt wollte ich mich gerade auf long... Bomb down. My position. Toilets. Und in mir schreit es wieder hinten nicht die AK auf. Nein, du bist in Sicherheit, im Moment noch. Aber haupt, dass der AWPler auch gerade richtig stand. Und dann hittet er mich auch noch. Im Moment bekommen wir echt dick aufs Fressbrett. Aber das kann sich nur verbessern, indem ich folgenden Move mache. Ich glaube, ich sollte mich auch langsam mal umpositionieren. Grün hat es eben schon gemacht und ist auf A gegangen. Oder halt angefragt, ob er A gehen kann. Ich fühle es auch gerade einfach nicht auf B. In so einem Moment sollte man auf jeden Fall überlegen, ob man sich eben nicht umpositioniert.
dann läuft es meistens oder manchmal besser. Ja, dann passieren solche Sachen nämlich nicht. Aber leider will niemand tauschen. Das heißt, ich muss jetzt meinen Playstyle noch ein bisschen anpassen. Deswegen gehe ich wieder auf Short, also ich rush, um da irgendwie was reißen zu können. Es ist keiner da. Ich gehe direkt in Ding rein. Ah, da ist Purple. Okay, dann gehe ich hinten rum. Oh mein Gott, Mate! Er hat mir von hinten in den Kopf geschossen, durch die Wand. Sicherlich ungewollt, weil er auf den Feind geschossen hat, aber ich war trotzdem sehr verwundert. Kommt down at my position. Mates, wo bleibt ihr? Die Bombe ist doch down. Na ja, gut. Wisst ihr, ich lenke den einen die ganze Zeit voll ab, dass der Mittelspieler in scheiß Toilets auf ihn knallen kann. Und wo war der? Keine Ahnung. Auf der Toilette wahrscheinlich. One is behind. Oh, zwei behind sogar. Das gibt's doch nicht. Der Spiel ist gerade wieder so räudig. Das gibt's nicht. Oh, Purple ist schon durch. Sehr gut, sehr gut. Ich kann mich, kann mich, kann. Oh, je m'appelle, tu t'appelles comment? So, Jüngelchen. Jetzt geht's aber rund. Lasst erstmal die Bombe hinten liegen, ist eine gute Idee. Wie kann man nur so... Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Man lässt doch die Bombe nicht am Spawn liegen. Man kann sie einem Mate geben oder hier hinlegen, wenn man hier Probleme hat. Aber doch nicht am Spawn liegen lassen! Ihr Dummkipp! Jetzt gehe ich zurück zu euch, Jungs. Ich habe keinen Bock, allein zu gehen. Lass uns doch gerade mal auf A gehen. Mal auf A. Ich hab. Ich go for plant. So, der Mate kommt von hinten, aber ich regel das auch so, oder? It's coming long, I think. So, ich drop euch einmal, bitteschön. AK on the ground for you. Wenn die keine haben. Ah, Purple nimmt sie, sehr gut. Der nimmt sie dankbar. Ah, oh, schön. Long kommt doch bestimmt wieder eine durchgewitscht. Da komm schon, Ayo! Und ich wollte gerade wieder aufhören zu fokussen. Hab das gemerkt, ich war schon minimal aus dem Fokus raus. Unten könnte auch kommen. Cool, bam. Unten ist keiner, sehr gut. Und weiter es geht. Sehr gut, jetzt ist doch Kommunikation da, Leute. Jetzt rennt's. Oh mein Gott! Wo habe ich hingeschossen? Keine Ahnung. Ich hab über ihn drüber geschossen. Links und rechts und... Oh, lecker! Ich sollte echt aufhören, dieses Brace zu versuchen. Ich sollte einfach weiter tappen, so wie ich es gewohnt bin. Der Follow Sound. Das hat jetzt gepasst. Ja, ich bin auch echt ein verkackter Penner. Ich bin mit meinen Taps doch eigentlich ganz gut bedient, aber immer wieder versuche ich ein paar Monaten schon ein bisschen mehr zu sprayen. Aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Das ist echt ein ziemlich mittelmäßiges Spiel, aber wir müssen hier doch noch irgendwie was klatschen können, oder Jungs? Ah, mal in deine Aria, Pisse. So, Flash of the Long. Keiner da. Okay, weiter. Ist da einer? Nein. Was haben die jetzt? AKs, AWPs? Chichi Issi, Jungs. Chichi Issi. Nein! Oh mein Gott! Hat dieser Gegner Luck? Das gibt's doch gar nicht. Ich holz daneben, der Mate holz daneben. Und er hat ihn eigentlich safe, weil er ihn mehr oder weniger von hinten hatte. Wirklich ein kleiner Glückspilz. Der den Kill natürlich mit Skill verwandelt, ihr. Habt den Podcast ja sicherlich alle gesehen. Wahrscheinlich merkt er gar nicht, was er für ein Glück hat. Beziehungsweise doch, vielleicht sagt er sich, oh mein Gott, der hat mich ja gar nicht getroffen. Könnte sein, weiß ich nicht. Okay, wir machen den B-Rush fast, natürlich mit Elites. Was soll das daran? Ah, ich hätte die Tech nehmen sollen. Oh Gott, die kommen wahrscheinlich von ganz hinten, ne? Hey, drei von uns sind auf B drauf. Und dieser eine Pisser geht über den Spot auf Short, ohne getroffen zu werden, ohne dort jemanden zu erschießen oder sich dort ein Ziel zu suchen. Und schießt durch diesen recht großen Spalt, zugegeben, auf mich. Ich glaube, ich ziehe das Pech gerade magisch an. Das ist doch echt ein Scherz. Der andere steht im Wasser, close. Aber er schießt auf mich. Warum auch nicht? Na, ist hier unten einer irgendwo versteckelt, hä? Haha, hat mir trotzdem 50 gegeben, ne? Ist schon ein starkes Stück. Sehr schön. Immerhin wird's ein Win, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Aber von meiner Eigenleistung her ist es wirklich nicht berauschend. Aber hey, mal wieder ein Matchmaking, ne? Wurde doch jetzt sehr, sehr oft an mich dran getragen, dass ich doch mal wieder Matchmaking machen soll. Und da ich für heute schon ein Video habe, kann ich jetzt dann auch ein Video machen. Also ein Matchmaking. Das ich dann wiederum übermorgen oder irgendwann bringen. One water. One toilets. Nein, was? Das ist gerade ein Scherz. Um Gottes Willen, ist das ein Scherz. Am Jungle. Einer Window in der Jungle und ich mache den Sprung des Grauens. Warum bin ich da gesprungen, anstatt einfach in die Smoke zu rennen? Ich wähle es nicht. Oh, nice Striker. Nice, nice, nice. Sehr schön. Ich hook direkt behind, bevor da irgendwas durchkommt. Nein. Uff. War jetzt nicht so gut, ne? War jetzt nicht so gut. Ja, da gab es schon deutlich bessere Spiele. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ich kann nicht immer reinhasseln, sonst kriege ich ständig Reports und dann werde ich halt doch irgendwann mal gebannt. Soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.